Hallo, ich möchte euch heute zeigen, was für Produkte ich so im Mai benutzt habe. Und als erstes wollte ich auf mein Make-up eingehen. Und zwar habe ich das mit der Urban Decay Palette geschminkt, weil ich glaube, ich mache das jetzt mal so, dass ich immer in die Infobox unten schreibe, was für Produkte ich verwende. Dass jetzt nicht so Fragen kommen wie, was ist das für ein Nagellack oder was hast du für einen Rouge drauf. Einfach, dass ihr wisst, was ich so benutze und vielleicht auch mal so ein bisschen nachverfolgen könnt, was ich gerne nehme. Also wie gesagt, das Augen-Make-up ist mit der Naked Palette geschminkt und da habe ich versucht, so ein bisschen das Augen-Make-up, was die beim Topmodels-Finale getragen haben, nachzuschminken. Also so halt so ein bisschen freiere Interpretation, weil Amelie hat ja auch gerade dieses Bronze auf dem Lid und halt dieses Schwarz und den weißen Innenstrich. Ja, ich würde die Naked Palette auch am liebsten in meine Favoriten mit aufnehmen, aber es geht ja nicht, weil ich habe die erst Ende Mai bekommen und ich meine, ich soll ja sagen, was ich im Mai benutzt habe. Und es ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt, was ist jetzt eigentlich an mir, also nicht in dem Video, weil ich habe jetzt schon wieder zu lange gewartet, wir haben heute den 9. Und ich habe jetzt schon wieder ein ganz anderes Schminkverhalten, weil ich bin ein bisschen bräuner geworden, falls man das so ein bisschen sieht. Und also jetzt kann man auch jetzt hier so gebräunte Farben tragen und auf den Wangen ein bisschen Bronzer sogar. Also ich habe jetzt eine neue Art Bronzer aufzutragen mit einem neuen Pinsel dafür, das zeigt ja auch alles nochmal. Und ja, ich muss das Video früher machen, aber ich weiß trotzdem ja noch, was ich verwendet habe. Aber würde ich jetzt eigentlich heute eins machen wollen, was ich im Moment verwende, sind es ganz andere Produkte, die ich halt eigentlich letzten Monat verwendet habe. Aber ihr könnt euch darauf freuen, es gibt dann halt ja, in 20 Tagen gibt es dann das Favoritenvideo für den Juni. So, fangen wir mal an mit Nagellack, wenn wir schon dabei sind. Ich habe im Moment den hier drauf und das ist auch einer meiner Favorites. Das ist dieser hier von Essence, King of Mints. Das war hier so ein LE-Nagellack und den finde ich so schön. Das soll so ein Dupe zu China Glaze for Audrey sein. So ein Tiffany Blau und ich finde es so wunderschön. Dann noch ein Favorit war Speeds of Light Blue. Ja, das ist im Prinzip eine ähnliche Farbe, nur heller. Also das ist dieser Light Blue und das ist King of Mints. Und die Qualität finde ich auch echt cool. Wenn ihr noch irgendwo seht, bei mir steht es noch rum, kann ich gut empfehlen. So, und dann mein All-Time-Favorite. Oh Gott, so. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Tickle My Fawns E. So. Das ist so ein muffiger, neutraler Ton. Ich liebe ihn. Das ist von OPI. Den habe ich im Internet bestellt. Ich kann mal auch vielleicht so ein Video machen über Versand und Shipping halt und ja, Verkauf bei eBay von so Nagellacken. Also da kostet so ein Lack ungefähr 6 bis 7 Euro. Bei dem, wo ich immer bestelle. So, das war's an Nagellack. Da habe ich diesen Monat nicht so viel getragen. Kommen wir zur Hautpflege. Da habe ich die hier benutzt. Das ist die Florena Mattierende Tagespflege. Die fand ich auch ganz cool, aber jetzt, also im Mai, aber jetzt, wo es heißer wird, habe ich ein Problem damit, weil die mir doch fast ein bisschen zu fettig ist. Ich liebe, 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 liebe diese Aqua Source. Keine Aussprache, ja, von Biotherm. Das ist jetzt so eine Probe. Die ist nur an so einem Tiegel, kostet 40 Euro. Das ist ja so teuer, das ist ja so teuer. Aber. Ach, das ist so ein, ich kann es euch mal zeigen, das ist so ein Gel. So ein durchsichtiges Gel, wenn man das verreibt. Das ist einfach, das kühlt und das ist weg. Das ist Feuchtigkeit, aber es klebt dann nicht. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr mir eine Tagescreme, Tagespflege empfehlen könnt, im günstigeren Bereich, nicht für 40 Euro, die auch so gelartig ist. Weil ich habe jetzt keine Lust, mich irgendwie durch alle mal durchzuprobieren. Und da wollte ich euch fragen, ob ihr mir vielleicht irgendwas empfehlen könnt. Wäre ich sehr dankbar für. Okay, und dann Gesichtswasser habe ich auch aus der gleichen Pflege benutzt. Das ist ganz cool, weil es ist nicht so angreifend. Das benutze ich morgens gerne, so fresh up. Und ich mache es, mein Augen-Make-up noch ab, wenn noch von der Nacht irgendwas drauf ist. Also bei mir geht abends nie alles ab. Und dann mit dem kann man doch so leicht über die Augen noch drüber gehen. Greife nicht an, das ist ganz cool. Ja, dann und gewaschen habe ich mich hier mit dem hier. Also im Moment benutze ich schon die anderen Produkte zum Waschen, aber das kommt dann nächsten Monat. Okay, dann Foundation. Wie immer hier Catrice Matte. Die passt jetzt auch richtig gut, wo ich ein bisschen besser gebräunt bin und ja, ich mag sie. Für den Preis ist es top. Concealer, hier,
Pure Cover Mineral von Maybelline in der Farbe 02. Und mein Puder, das Skin Finish von Catrice. In transparent und in naturell. Also 01 und 2 mit 302. Jetzt in meinem habe ich glaube ich aber eher 01 getragen, weil das andere ist mir auch ins Klo gefallen. Aber es war überhaupt nicht nass. Ich habe es dann mit Desinfektionsspray eingesprüht und dann war es wieder okay. Ja, gut, jetzt kommen wir zu den Wangenprodukten. Ich bin in letzter Zeit so ein Rouge-Junkie geworden. Ich liebe es einfach. Dann haben wir Kiku 103. Den könnt ihr auch im Moment bei meinem Gewinnspiel gewinnen. Verlinke ich hier. Ist noch bis zum 16. Mai Zeit, also 7 Tage. Oder 6, wann ich das auch hochlade. Habt ihr noch? Ist eine wunderschöne Farbe. Ich mache es nicht auf, weil es zerbröselt. Ich muss da immer so ein bisschen gucken, aber ich presse mir das dann die nächsten Tage mal. Und ich filme es auch für euch, damit ihr mal seht, wie ich sowas presse. Dann zum Konturieren, wie immer, von Rimmel 129 Terracotta. So ein Ton, ich swatche euch den mal nicht, weil ihr kennt den. Und dann von drüber, von Manhattan Fresh Peach. Richtig cooler, peachiger Ton. Habe ich heute nicht drauf, aber steht in der Infobox, weil ich drauf habe, ne? Muss ich ja nicht sagen. Dann haben wir als Highlighter wieder diesen hier. Und wenn ihr ihn noch irgendwo bekommt, kauft ihn euch, weil der ist so... Da muss ich jetzt kurz mal reinpacken. Das ist so ein goldiger Ton, der ist so... So schön. Ja, also diesen Monat war Peach Time. Also nichts mehr mit Rosa auf den Wangen, sondern Peach. Ich bin total auf Peach im Moment, gerade so bei gebräunter, leichter gebräunter Haut. Im Winter bin ich wieder wahrscheinlich eher so rosa-rot, aber mein Peach-Wangen. Okay, jetzt machen wir weiter mit Lippenstiften. Dann habe ich sehr oft getragen, diesen hier. 020 Sunset Boulevard von B2. Ich hasse die Qualität. Guckt euch das mal an. Wirklich eklig, aber die Farbe ist so schön. Also ich gehe da mal hier mit dem Finger drauf und tupfe ihn so leicht drauf und das macht so einen leichten nudigen Touch einfach. Und ist halt voll schön. Die Qualität, also P2, macht bitte die Lippenstifte fester. Gerade im Sommer, das geht gar nicht. Dann ein Lipgloss, das ich getragen habe, ist von Art Deco. Hot Chili, das soll die Lippen aufpumpen. Nein, tut es eigentlich nicht. Aber es riecht und schmeckt ganz gut. Und das hat hier so leichte rosa, orange-rote Pigmente, wie ihr hier ja auch seht. Sieht man auf den Lippen aber nicht. Das soll halt diese Chili sein. Und dann mache ich mal so ein bisschen auf den Finger, weil ich den Applikator nicht dreckig machen will. Und hat mir so drüber getupft und ich finde, es riecht so geil. Aber naja, ich habe das alles gewonnen bei einem Gewinnspiel. Deshalb, ich will es mir jetzt, glaube ich, nicht geholt, aber ich habe es ganz gern benutzt. Das ist so eine Reisegröße oder so von Spure. Ich halte es euch rein, ihr könnt es selbst lesen. Der ist von Escada und das ist so diese Your Lips by Better Farbe für mich. Swatch. So. Und der riecht wirklich geil und der schmeckt auch geil und unglaublich cool. Aber ich glaube, die sind richtig teuer, groß. Ich weiß nicht, ob ich mir den kaufen würde, aber den habe ich geschenkt bekommen. So, dann zur Pflege. Lip Smacker in Fanta. Schon total ausgenudelt. Ich mag die so gerne. Also meine Lieblingsdinge sind eigentlich Fanta und Sprite. Und ich will unbedingt Cola Cherry benutzen. Coca-Cola Cherry. Oh, das trinke ich auch gerne und ich denke, der wird auch geil sein. Mögt ihr die auch? Also könnt ihr mal schreiben, was euer Lieblings-Lip-Smacker ist. Also ich habe jetzt bis jetzt nur diese klassischen Dinger probiert. Es gibt ja noch 1000 andere, ob da auch irgendeine geile Geschmacksrichtung dabei ist. So, und dann zu den Augen. Da war ich wieder mit Eyeliner unterwegs. Also jetzt hier im Juni, haben wir ja seit 9 Tagen benutzt, wieder mehr Lidschatten. Naked-Palette sei Dank. Aber im Mai habe ich hier viel Eyeliner getragen. Und da habe ich auch einen neuen, dürfte vielleicht für einige interessant sein. Das ist der hier von Art Deco, habe ich auch gewonnen. High Precision, ich muss den Display Liquid Liner. Und das ist, wenn ihr so abzieht, springt er so raus. Und es ist, wenn ihr, also mit Druck,
malt ihr denn so? Und das Tolle an dem ist, also je mehr ihr drückt, desto mehr kommt raus und die Linien werden so richtig fein. Also da könnt ihr so wirklich, habe ich das heute benutzt, oben, da könnt ihr so richtig ganz feine Linien malen, wenn ihr nicht so der dick Auftrage seid wie ich. Aber ich finde den Wing ein bisschen schwer damit zu malen. Warum zeige ich da ungefähr ein Augen-Make-up? Ich habe ja heute gar keinen Wing. Es geht auch. Ich habe auch ungefähr einen halben Monat damit immer meinen Eyeliner geschminkt. Aber was es noch viel mehr geht, ist... Gel-Eyeliner! Ich hab ja eine Zeit lang diesen Liner Express von Manhattan da gerne benutzt. Aber der ist ja so fett. Der hat ja so eine Filzspitze und irgendwie war mir das dann doch... Weiß nicht, zu wenig Kontrolle. Und dann habe ich mal wieder hier meinen Black Track benutzt und oh, der ist ja eigentlich ist er so geil. Also, der ist auch schon total weg. Also, ich mag ihn wirklich gerne. Wenn ihr Geld habt, wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt für den Eyeliner, dann holt euch den. Mein Pinsel kann ich euch auch nochmal zeigen. Das ist der hier von MAC. 266 und ich finde ihn sehr geil. Also, die Form, mit der kann man gut arbeiten und auch hier Wing ziehen. Ja, ich habe auch einen ganz geilen, günstigen, eine Alternative gefunden. Das kommt aber dann alles in meinem neuen Pinsel-Update-Video. Okay, dann, was habe ich zu dem Eyeliner getragen? Meistens nix. Also ich habe auf den Lidern eigentlich fast gar nichts gemacht. Meistens. Ich habe dann diese Too Faced Base aufgetragen. Ich finde sie richtig geil. Also ich finde sie besser als die Urban Decay und besser als die Art Deco. Die ist so richtig, also die mattiert irgendwie meine Augenlider und deckt sie auch so ab, weil die ist so farbig. Aber die ist so leicht getönt und oh, das ist richtig cool. Also meine Augenlider werden abgedeckt und dann habe ich gerade meinen Eyeliner gezogen. Bisschen Puder noch über die Lider drüber. Dann habe ich auch, also wenn ich meinen Eyeliner getragen habe, habe ich dann noch mit einem anderen Kajal so ein bisschen die unteren Wimpern gemacht. Das war hier dieser Manhattan Express, keine Ahnung, das hat er abgeschnitten. Müssen wir mal gucken. Weil der ist cremig. Da kann man unten malen und das dann so verwischen. Das geht mit dem von P2 nicht so gut. Weil der von P2, dieser schon total ab. Perfect Look Kajal, der ist hält sehr gut, aber der ist auch sehr schwer zu verwischen. Also da könnt ihr nicht so smoky mitarbeiten. Der ist eher für die Wasserlinie ganz gut geeignet. Und dann meine Wimperntusche. Kolossal Volume Express. Dies ist jetzt diese 100% Black, aber die ist genau wie die normale. Also da gibt es keinen Unterschied. Und halt, ich verlinke euch mal hier das Augenbrauen-Video. Da habe ich jetzt nämlich ja eine neue Technik und das habe ich auch benutzt. Habe ich halt wieder gemacht, meine Augenbrauen nachgezogen. Mit diesem hier von Art Deco. Bei der Pflege bin ich auch wieder auf meinen Augenroll angekommen, weil ich habe meine Augentrostcreme verschlammt. Und da habe ich jetzt so, hat meine Mama eine von Aldi mitgebracht, aber die ist nicht so cool. Muss ich im Moment nochmal gucken, weil dieser Augentrost hat jetzt eine neue Formel und die soll eklig stinken. Habe ich auf dem Blog gelesen, muss ich auch nochmal gucken, aber ich weiß nicht. Also hier, der Augenroll on, der pflegt nicht so krass, also wenn ihr schon älter seid und Falten habt, ist ja nichts, aber... Das ist halt eine sehr leichte Formel. Da könnt ihr rund ums Auge auftragen, kühlt geil. Und danach der Concealer, ihr braucht ungefähr die halbe Menge Concealer, wenn ihr das benutzen lasst. Sehr geil, echt. Okay, dann habe ich noch was vergessen. Und zwar hier von Kiko, diesen Creme. Ich halte es euch nochmal hier rein, dass ihr das seht. Das ist ein Gel-Liner von Kiko. Habe ich jetzt nicht so oft benutzt. Aber das... Ja, weil es täuscht. Also ich habe dann nochmal hier so einen schwarzen Eyeliner-Stift gezogen, ungefähr so dünn wie der. Und dann nochmal den drüber. Und das habe ich auch in diesem einen Video getragen. Das sah geil aus. Also ich mag diese Kiko-Liner echt gern. Wenn ihr die Gelegenheit habt, dann kauft euch doch vielleicht mal so einen. 7,50 € und testet die. Weil ich habe den schwarz habe ich nicht. Aber ich denke mal, dass er genauso gut deckt wie der. Und dann wäre das eine echte Alternative zu MAC. Weil ich bin jetzt wieder so ein bisschen Gel-Liner fixiert. Es werde Licht, ja, ich muss hier meinen Akku aufladen und jetzt scheint so dermaßen die Sonne hier rein. Ich hoffe, ich bin nicht total überbelichtet. Ist auch egal, ich will euch noch schnell drei Produkte zeigen. Ich habe es bloß nicht aus, die jetzt zeigen und ja, nochmal schnell. Diese L'Occitane Handcreme habe ich sehr oft benutzt, die war in der Glossy Box drin
Und ich kann den Hype jetzt wirklich verstehen. Sie ist. Nein, ich kann den nicht verstehen, aber. Also, ich benutze. Ihr müsst wissen, ich benutze normal keine Handcreme. Habe aber manchmal trotzdem ein paar trockene Stellen. Mir ist es aber dieses eine Creme einfach zu viel. Und jetzt habe ich die mal benutzt und sie ist cool, weil sie zieht relativ schnell ein, aber. Yes, ich würde sie mir nicht kaufen. Aber diese Größe mal zu probieren ist ganz nett und war schon so ein Favorit im Monat Mai. Und dann noch zwei Haarprodukte. Dieses Blonde Spray ist mein heiliger Gral, was Färben angeht. Ich weiß, dass einige so richtig gegen dieses Produkt sind, weil ist Blondierung drin. Das heißt, da hat mir jemand geschrieben, ich könnte auch gleich blondieren. Sehe ich aber nicht so, weil wenn ich blondiere, dann habe ich, ich sehe das nicht so, wenn meine Haare zu sind, aber dann habe ich so gleich alles so richtig künstlich blond, so eine Masse. Mein Problem war, ich hatte den Ansatz sehr stark angesprüht, da war der mittlere Teil zu dunkel und unten ist hell. Das heißt, ich sprühe jetzt mal den mittleren Teil ein, aber dann ist es auch wieder okay. Und ja, aber das diesen Effekt liebe ich auch. Also man sprüht immer nur das ein, was halt hell werden soll, und dann gibt es halt einfach so einen natürlichen Touch. Wie als hättet ihr so, ach, ist so hell. Wie als hättet ihr halt einfach Strähnen von der Sonne. Und das ist richtig geil hier dran. Ich werde es weiter benutzen und ja. Und dann das hier. Bei der Flex, beste Haarspray überhaupt. Für mich Volumen in der Stufe 3. Okay, jetzt machen wir auch Schluss, weil ich bin schon wieder über dem Rahmen. Ein sehr langes Video. Ich glaube, ich werde es im nächsten Monat ein bisschen kürzen. Nur noch so ein paar ausgewählte Produkte. Nicht nur meine Haarpflege, meine Gesichtspflege, sondern nur so, was ich halt so ausgewählte Sachen. Pinsel habe ich wieder, die von Sigma benutzt, wie immer. Ich verlinke euch mal hier den Shop. Und ja, das war's auch schon. Das waren meine Produkte im Mai. Und ich würde jetzt auch von euch gerne wissen, was habt ihr so benutzt? Habt ihr so eine bestimmte Produktgruppe, Lippenstifte, viel im Mai oder viel Eyeliner oder irgendwie sowas? Okay, tschüss!